Heute gibt es die Boogie Bomb Challenge in Fortnite und die funktioniert folgendermaßen. Jedes Mal, bevor ich einen Gegner killen darf, muss er mindestens einmal von mir mit einer Boogie Bomb abgeworfen werden. Ansonsten darf ich ihn nicht eliminieren. Das ist das größte Problem hier bei der Challenge. Aber Freunde, wenn ihr meine Fortnite Challenges feiert, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da und denkt dran, Creator Code Fix kostet nichts. Und jetzt drückt mir die Daumen, dass ich unbedingt hier Boogie Bombs finde, weil sonst habe ich echt ein riesengroßes Problem. Oh mein Gott, das sind welche. Die brauche ich. Wieso bin ich nicht drauf gelandet? Ich Vollidiot. Ich brauche die, ich brauche die, ich brauche die, ich brauche die. Bitte lass keinen da hingehen. Ja, wir haben Boogie Bombs. Let's go. Die ersten Boogie Bombs sind schon mal die wichtigsten. Das heißt, ich kann schon mal 2 Kills scheppern. Oh, Leute, ihr glaubt nicht, ne? Ich habe schon so viele Runden hier versucht aufzunehmen. Und ich habe einfach... Nope. Nein. Nope. Ich habe so viele Runden gespielt, ohne Boogie Bombs zu finden. Und jetzt verschmeiße ich meine ersten 2. Das kann nicht wahr sein. Ich bin einfach... Ich bin dumm. Ich bin ein Vollidiot. Okay, ihr dürft mich heute ausnahmsweise einmal in den Kommentaren auslachen. Ihr dürft, wenn ihr wollt, haha, fix in die Kommentare schreiben und mich einfach auslachen. Ist heute mal erlaubt. Weil das war ja wirklich dumm. Okay, ich weiß nicht, wieso ich hier jetzt bin. Ich bezweifle, dass ich hier Boogie Bombs finde, ohne dass ich vorher auf den Gegner treffe. Aber ja, 28 Sekunden chillen wir hier noch und dann schnappe ich mir auf jeden Fall die Handschuhe und dann hau ich halt ab. Mal gucken. Oh, ich könnte die so killen, ne? Aber ich habe leider keine Boogies. Ich hätte natürlich auch Bock, den Bosswaffe zu klauen, ne? Wäre natürlich auch eine Idee. So, keine Handschuhe. Hier, bei mir. Zack, die hole ich mir. Meine Handschuhe. Schönes Healing. Da ist der Boss. Ja, lass mir nur Frieden. Ich habe alles, was ich brauche. Handschuhe geklaut. Ich bräuchte halt wirklich Boogie Bombs, ne? Ich bin am überlegen, ob ich den Boss kill und mir den Boss schon mal klaue. Eigentlich auch eine gute Idee. Ist das ein Gegner? Oh mein Gott, das ist ein Gegner. Sorry, Bro. Mach doch den Boss down. Also hier ist der Boss, Freunde. Ich mach schon mal ein bisschen Damage. Okay, der Boss hat auf jeden Fall voll Bock auf mich. Nice. Ja. Er hat mir so geholfen, Bro. Er hat mir richtig geholfen. Ciao, Jungs. Danke, ne? Danke für euren Support. Ich küsse euer Herzchen. Macht's gut. Ja, eigentlich würde ich gerne die Ding wegschmeißen, die Münze, damit die nicht wissen, wo ich bin. Aber egal. Ich behalte trotzdem. Unendlich Munition ist schon mal sehr gut. Leider zählt diese unendliche Munition auch nicht. Oh, nice. Wir haben Boogies. Leider zählt die unendliche Munition nicht für meine Boogie Bombs. Komm schon. Ja, er danced. Okay, 3, 2. Ja! Du Vollidiot! Er schnürt einfach an, voll Damage. Okay, klatschen uns ein Biggie rein. Eine Boogie Bomb habe ich noch. Einen Gegner könnte ich sozusagen noch killen. Auch mehr. Ja, Freunde, ihr seht schon, was so schwierig an dieser Challenge ist, ist einfach wirklich die Boogie Bombs finden, ne? Ich würde ja gerne mehr Kills machen oder ich würde ja gerne viele Kills machen und so, aber ich habe echt ein riesengroßes Problem damit, diese Boogie Bombs zu finden. Ich würde ungern halt die Challenge mit 2, 3 Kills beenden, wisst ihr? Da vorne wird rumgeballert. Ist eigentlich auch immer ein gutes Zeichen. Wenn rumgeballert wird, kann man vielleicht so ein bisschen Loot abstauben. Da unten ist jemand. Ich mache schon mal ein bisschen Schaden aufs Auto. Hä? Digga, habe ich den gerade 77 Schaden durchs Auto gemacht? Hol ich den? 1. Ja, ich hol den. Okay, nice, er danced. Yeah, boy. Yeah. Ciao. Oh, und er hat eine Boogie gehabt. Es war sozusagen ein Free Kill. Nice one. Okay, das ist schon mal sehr geil. Wir haben noch jemanden mit Münze bei mir. Da hinten. Okay. Der hat auf jeden Fall die goldenen Handschuhe. Ja, wir haben uns gegenseitig geboogied. Das ist sehr gut. Okay, ich muss ein bisschen auf Nummer sicher spielen. Schöner Hit.
Ja. Der hat Probleme. Ja. Geil, der hat Boogie Bombs für mich. Ich habe noch eine Münze. Ich habe seine Shotgun. Oh mein Gott, ich habe das beste Loadout wieder. Okay, da ist ein Chicken. Nice. Oh mein Gott, wie viel Damage ich hier gemacht habe. Let's go. Okay, okay, okay. Erstmal ein bisschen healen. Und jetzt brauche ich wieder Boogie Bombs, ne? Verdammte Kacke. Wo bekomme ich jetzt Boogie Bombs her? Da vorne wird rumgeballert. Ich kann mich halt schwierig einmischen. Ich darf jetzt halt keinen killen. Oh, warte, da fliegt viel Loot. Oh, da müssen Boogie Bombs sein. Ich hab's im Gefühl. Da müssen welche sein. Okay, mein Gefühl ist scheiße. Friss das, mein Freund. Verzieh dich. So, Auto ist kaputt. Wichtig. Ich hab keine Boogies, Leute. Er verkauft mir keine Boogies. Ich habe ein Problem. Ich habe ein grande Problem Maximum. Vielleicht habe ich ja Glück und finde es einfach so random ein paar rumliegen. Ich bräuchte halt schon so 4 Stück, 6 Stück oder sowas. Nee, da ist der Bunker. Meint ihr, da chillt jemand? Könnte natürlich sein, ne? Wenn schon, wäre ganz schön blöd. Schaut nicht so aus. Doch, schaut so aus. Ich nehme alles zurück. Mann, hör doch auf. Hör doch auf, so eklig zu campen, Bro. Ich hätte ihn so easy klappen können, glaube ich. Okay, wir schauen mal zum Mount Olympus. Vielleicht haben wir ja da Glück. Ich kann halt nicht in den Bunker reingehen. Der wird mich halt wegklappen, wenn ich da in den Bunker reinhüpfe. Aber vielleicht haben wir hier ein bisschen Luck. Aber das ist wirklich extrem selten, ne? Wieso sind die so selten, frage ich mich. Ich will doch einfach nur denen ins Maul reinschießen. So dass sie für mich tanzen. Das kann doch nicht so schwierig sein. Komm. Ja. Okay, Herr Boogies. Jetzt können wir nochmal zurück zum Tresor gehen. Jetzt können wir nochmal genauer einen Blick da reinwerfen. Digga, da ist keiner. Oh mein Gott. Noch mehr Boogies. Ich habe 4 Stück. Wie geil ist das denn? Okay, es leben aber noch 24 Spieler. Das ist schon viel. Ich bräuchte 23 Boogies, wenn ich hier noch ein bisschen Lobby-Action machen wollen würde. Schau mal, der Bullet-Drop von diesem Ding ist gar nicht mal so schlecht, ne? Oh, ich sehe mal, ein Auto im Haus? Hallo? Er danced. Oh mein Gott, das ist so viel Schaden. Ja, der hat Boogies. 9 Boogies habe ich. No way. Aber seht ihr die Kombination, die ich mache? Bogen und gleichzeitig noch mit der Pump drauf schießen. Nein, ich bin scheiße. Ich habe eine Boogie verschwendet. Ich tot. Okay, fix. Ab jetzt nur noch Boogies schmeißen, wenn du dir 100% sicher bist, dass du triffst. Ansonsten bist du ein Vollidiot. Den hole ich raus aus seinem Auto. Auto ist down. Ja. Und Bogen. Oh, er platzt einfach. Let's go. Okay, 7 haben wir noch. Digga, wie geil, wie viele Boogies der dabei hatte. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so viele Boogies überhaupt mitnehmen kann. Ich habe gedacht, bei 6 ist vorbei. Okay, ich glaube, ich schaue nochmal auf die Loot-Bombs hier hoch. Vielleicht liegen da auch noch ein paar. So, wir haben ja unendlich Munition, ne? Ich mache immer alle Autos kaputt hier. Einfach, damit keiner hier auf blöde Gedanken kommt. Hallo. Na, Kollege? Ja. Oh, wir haben uns gegenseitig geprobiert. Das war nicht mal so gut. Ich kann ihn killen. Ich kann ihn killen. Hab ihn. Let's go. Hat der noch Boogies? Der hat noch Boogies. Der hat noch Boogies für mich. Let's go. Wie viele Boogies hat er? 1.
Deswegen habe ich auch gedanced. Er hat mich auch geboogied. Wir haben uns gegenseitig geboogied. Okay. 7 Boogies noch. Ey Leute, ich bin so happy, ne? Ohne Scheiß, ich habe, glaube ich, locker die Challenge schon 10-mal getried. Mit Flo habe ich auch schon voll oft getried, die Challenge. Und wir haben nie wirklich viele Boogies gefunden. Und das ist jetzt wirklich die erste Runde, wo ich viele Boogies finde. Das ist so verdammt nice. Und der kassiert von mir direkt eine. Easy, Junge. Oh Mann, die Armen. 6 Boogies habe ich noch. Da vorne ist einer hinter dem Stein. Und wir versuchen mal, den zu pushen. 1, 2. Nein! Ich bin so ein Vollidiot. Ja. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh mein Gott, bin ich fast... Oh mein Gott, bin ich schon fast gestorben wegen dem. Okay, ich habe noch 4 Boogies. 10 Leute leben noch. Den könnte ich easy klappen, ne? Aber ich lasse den in Ruhe. Keine Ahnung, ob hier jemand in diesen Autos abchillt. Okay. Boogie. Let's go. Mann, hör auf. Ich habe nicht so viele Boogies. Hört auf, alle auf mich zu gehen. Ja, das sind noch welche. Ich habe 7 Stück. Wie viele leben? Oh mein Gott, 6 Gegner noch. Ich klapp alle. Let's go. Das ist meine Challenge jetzt. Ich kann alle killen. Ja. Let's go. Ariana Grande, das war's. Grande in deinen Maul reingeschossen. Okay, okay. Du willst wirklich mit dem Auto abhauen, Kollege? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ja, 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 ja. Nein! Shit! Ja! Okay, 4 Boogies, 4 Gegner. Ich darf keine Boogie mehr verschmeißen jetzt. Jede Boogie muss sitzen. Leute, was ist das für eine Challenge, Mann? Das ist wirklich crazy. Okay, jede Boogie muss sitzen. Da vorne ist einer. Den kriegen wir. Boah, der checkt gar nichts. Ja! Oh mein Gott, das ist so OP! Ich habe noch mehr Boogies. Ich habe wieder 4 Boogies. Ja, ich kann mich selber sogar killen damit. Schnellig. Da oben. Hört auf, euch umzubringen. Bitte. Und. Das ist so viel Schaden, ne? Das ist gottlos. Diese Kombination ist gottlos vom Damage her. Das ist geisteskrank. Freunde, die Taktik müsst ihr euch unbedingt merken. Ihr habt immer Kill. Das sind 200 Schaden in der ersten Sekunde, bevor der Gegner überhaupt irgendwas machen kann. Boogie-Bomb. Boogie-Bomb. Pass auf. Ah, shit. Verkackt. Verkackt. Bogen. Ah, okay. Der hat ein bisschen Glück gehabt. Dass ich zweimal verschossen habe, aber... Digga, du bist tot. So, chillig. Okay, pass auf den letzten. Der ist tot. Letzte Boogie-Bomb. Ich habe ihn gesehen, Leute. Ich habe ihn gesehen. Pass auf. Zack. Zack. Boogie. Dann einmal mit dem Bogen. Oh mein Gott, wieso verfehle ich jetzt? Wieso verfehle ich jetzt? Ja. Ja, 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 ja. Ja. Bro, ey, voll perfekt. Egal. Ich glaube, wir haben gewonnen. 3, 2. Boom, Junge, let's go. Mit der Boogie-Bomb am Ende auch noch, Junge. Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Und denkt dran, Creator Code Fix kostet nichts. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich damit unterstützt. Bis dann, mach's gut, bye bye, tschüss.